Hallo meine lieben YouTuber hier und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ich bin wieder zurück und heute mit einem ganz besonderen Video, denn heute geht es um ein Filmmesser. Ja, und ihr kennt vielleicht von 1996 die gestartete Filmreihe Scream. Ja, und der eine oder andere hat vielleicht auch jetzt schon ein Bild im Kopf. Es geht nämlich heute um das legendäre Buck. Ja, und ich zeige euch das auch schon gleich zu Anfang. Schaut mal, tada! So sieht das Ganze aus. Und ja, ich sage jetzt gleich zu Anfang schon mal, ich habe dieses Messer von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Ja, und zwar von dem lieben Tim. Und an dieser Stelle erstmal oder nochmal ganz, ganz lieben Dank nochmal an dich. Ich freue mich mega. Also das Messer ist so schön. Schaut mal, Leute. Also es ist einfach eine Perle. Ja, also das ist eine Perle unter den Messern und ja, es ist so, so schön. Leute, ich bin immer so aufgeregt, wenn ich halt so ein Messerschätzchen in der Hand habe. Und ja, ich freue mich riesig, euch das heute vorstellen zu dürfen. Ich werde das noch gleich näher unter die Lupe nehmen und dann sehen wir uns gleich hier wieder. So, meine Lieben, los geht's mit der Verpackung. Ihr seht schon, es ist ein schwarz-gelber Karton. Also so sieht die Verpackung des Buck Knives aus. Und ja, ihr habt hier dann einmal den Aufdruck Buck Knives, die seit 1902 bestehen, und hier einmal die Aufschrift Edge of a Legend und hier richtig fett 3-mal lebenslange Garantie, also es geht ganz drumrum. Und ja, das ist auch nicht ganz ohne. Ich erzähle euch nämlich jetzt kurz nochmal was zur Geschichte. Ich weiß nämlich nicht, ob jedem von euch die Firma Buck etwas sagt, aber sie ist die weltweit bekannteste Messerfirma in Amerika. Hier seht ihr auch nochmal die amerikanische Flagge, Made in the USA. Und ja, die stellen nämlich jährlich gut 1,5 Million Messer her. Leute, also das ist echt nicht ohne. Und die waren sogar die ersten Produzenten, die in der Öffentlichkeit ein Klappmesser vorgestellt haben. Und vielleicht hat der ein oder andere ein Taschenmesser und kennt den Begriff Backlocking System. Ja, und das stammt nämlich von der Firma Buck, die das für das Verriegelungssystem als Name benutzt hat. Also das ist schon mal richtig cool. Und der Erfindergeist von Buck stammt sogar aus der Familie, denn es begann damals alles mit einem jungen, engagierten Schmied, der hieß Hoyt Buck, der seiner Zeit einfach voraus war, und er suchte einen Weg, die Schnitthaltigkeit des Stahls zu verlängern. Und seine ersten Messer, die alle in Handarbeit hergestellt wurden, verkaufte er nämlich im Jahr 1902. Und deswegen steht das hier oben auch mit drauf. Also ich finde es mega cool und die ganze Geschichte dahinter. Und jetzt packen wir das Schätzchen mal aus, Leute. Ausgepackt sieht das Ganze jetzt so aus. Karton, Knifey und ja, hier nochmal ein kleines Kärtchen dabei. Das hier ist sozusagen wie so eine Garantiekarte, wo drauf steht, wo ihr es dann hinschicken könnt, falls dann was mit dem Messer sein sollte. Aber aufgrund der lebenslangen Garantie scheint das schon ein sehr zuverlässiges Schätzchen zu sein. Und hinten drauf habt ihr dann nochmal Message from the Buck Family. Also echt süß, dass das da mit beiliegt. Und ja, das lege ich jetzt mal zur Seite und wir schauen uns das jetzt mal aus nächster Nähe an. So, also hier habt ihr einmal die Scheide, also es ist eine Lederscheide, auch richtig schön verarbeitet, schön genäht, wie ich finde. Hier habt ihr dann die 120 drauf, weil das Messer das Modell natürlich ist. Also es gibt auch das 119er und das 120er wurde in dem Film Scream verwendet. Also es gibt zwei Modelle davon und das hier ist halt so Best of the Best. Ja, und hier habt ihr dann einmal die Gürtelschlaufe, also alles sehr schön und fein verarbeitet. Auch hier seht ihr das, also ist richtig, richtig schön. Also da gibt's nichts zu mängeln. Diese Nähte sind richtig toll gemacht und hier dann nochmal Buck. Und natürlich das B, das Logo, also ist richtig schön. Dann habt ihr hier nochmal Buck draufstehen auf dem Druckknopf, was ich sehr, sehr schön finde. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt schön erkennen. Also es ist richtig toll. Und alles natürlich, was ich ja mega finde, schwarz-silber. Also es passt richtig so schön zusammen. Und ja, dann packen wir das Ganze doch jetzt mal aus. Tada! Da ist das Buck. Mega, oder Leute? Ich bin so, so, so happy. Schaut mal, wie schön das aussieht. Also ihr seht, hier ist das auch wieder schön silber-schwarz gehalten. Die Klinge ist so ein Hingucker und dann mit diesem schönen Griff. Also das Messer ist aus 420er HC-Stahl gefertigt. Ihr habt den Griff hier aus Phenolharz, also der fühlt sich sehr schön an. Durch das Geschwungene hier liegt das Messer auch super in der Hand. Und der Knauf hier ist aus Aluminium, also das blitzt und glänzt. Es ist einfach wunderschön. Ja, also es ist einfach klasse. Es liegt so unglaublich gut in der Hand. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also echt richtig gut. Und der Hingucker ist natürlich hier diese Blutrinne und die geschwungene Klinge, Leute. Also so schön. Ja, und ursprünglich ist das natürlich ein Jagdmesser. Und ja, dann kam es zum Einsatz in dem Film Scream und ich finde, die haben echt ein cooles Messer dafür ausgewählt. Es ist fast schon wieder zu schade, um das zu benutzen, weil es einfach ein Schätzchen ist, Leute. Also dieses Messer ist wirklich eine Perle. Mich erinnert das auch ein bisschen an die Messer von Gil Hibben aus The Expendables. Und vielleicht kennt ihr eine auch von euch und es ist einfach wunderschön. Und ich messe das Messer jetzt einmal für euch, dass wir mal gucken, wie lang das ist, wie lang die Klinge ist. Und dann wiegen wir mal das Ganze, damit ihr euch auch ein Bild davon machen könnt. Ja, damit legen wir jetzt erstmal los. Das reine Messer wiegt 239 Gramm, Leute. Also wie ich eben schon gesagt habe, das ist wirklich ein super Gewicht. Also es liegt gut in der Hand. Ich tue das jetzt mal in die Scheide und dann gucken wir mal, wie viel das zusammenwiegt. Und da kommen wir auf 346 Gramm. Also das ist wirklich ein gutes Gewicht. Und jetzt gucken wir mal, wie lang das Messer ist. Das Messer hat eine Gesamtlänge von circa 30 cm, kann man gut sagen. Und die Klinge hat eine Länge von 18,5. Also das ist echt schön. Und ja, es hat eine super Größe. Und jetzt wisst ihr mal so im Einzelnen, wie schwer und wie groß das Messer überhaupt ist. Jetzt habt ihr erstmal die ganzen Infos zu dem Messer. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt auch ein besseres Bild davon machen. Und wem das jetzt noch nicht genug war, ja, bleibt einfach dran, denn ich habe euch jetzt noch ein paar schöne Eindrücke von dem Messer gefilmt und dann sehen wir uns gleich wieder, meine Lieben. Meine Lieben. Ja, ich bin wieder zurück. Ihr habt jetzt das Messer im Detail gesehen und wisst jetzt, wie das Ganze so ausschaut. Und ich nehme es jetzt hier nochmal in der Hand, Leute. Und das ist doch so hübsch, oder? Also ich hoffe, dass ihr meine Meinung teilt. Also das müsst ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ihr das Messer findet oder ob ihr vielleicht noch offene Fragen habt. Dann beantworte ich euch die natürlich gern. Und ja, diese Form und das Messer, das ist einfach so eine Klasse für sich, diese Verarbeitung von Buck. Also schaut mal, es ist einfach wunderschön. Und ich kann ja so Messer oder Waffen an sich sowieso Stunden angucken. Also mich macht das mega glücklich. Oder wenn man die dann so in der Hand nimmt, das ist dann immer so, wow, so, ja, richtig schön. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, das in meiner Sammlung zu haben, neben meinen anderen Messerschätzchen. Und ja, nochmal danke an dich, Tim. Also ich bin mega happy und es ist echt total lieb von dir gewesen, mir das zuzusenden. Und ja, an euch Zuschauer natürlich, hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass euch das Messer natürlich gefällt, und wenn das so ist, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund, meine Lieben, und habt noch einen wunderschönen Tag. Also bis dann, ihr Lieben.